Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Spore. Huch, das wollte ich gar nicht, aber sah cool aus. Ich weiß gerade gar nicht, was ich vorhatte. Warum sind wir so schnell? Haben wir einen besseren Antrieb? Oder liegt es daran, dass ich gerade... Ah, ich bin verwirrt. Was müssen wir denn jetzt machen überhaupt? Beziehungsweise, was können wir zurzeit machen? Das ist ja auch so eine interessante Frage, ne? Was ist da? Warum ist hier ein Signal? Hallo? Willkommen, Freund. Danke, dass du mich empfängst. Wie wär's mit einer Mission? Ein biochemisches Experiment zur sozialen Kontrolle, das Vernunft und Zusammenarbeit innerhalb unserer Spezies fördern sollte, ist auf dem Planeten Bern katastrophal schiefgegangen. Die Versuchswesen des Experiments greifen ihre Mitbürger sogar körperlich an. Kannst du uns helfen, die Situation zu regeln? Hört sich schlimm an, ist aber wohl notwendig. Entferne diese Wesen zum Wohle aller aus der Bevölkerung. Sie tragen eine kultische Robe, die immer hell leuchtet. Du solltest sie also problemlos erkennen können. Es wäre nur logisch, also wir haben gerade gefragt, was passiert, wenn es zu diesem Tumult kommt. Es wäre nur logisch, wenn du deine Arbeit so diskret wie möglich erledigen würdest. Unsere Forschungen haben allerdings ergeben, dass du eine Panik alternativ auch mit dem Gehirnwäschegerät eindämmen kannst. Sollte dein Schiff nicht über ein entsprechendes Gerät verfügen, solltest du das ändern. Wo ist die Zivilisation? Dein Ziel ist der Planet Bern im D3-System. Nimmst du diesen Auftrag und nimm die Mission an. Begib dich umgehend ins D3-System. Beseitige alle, die ein kaltes Leuchten abstrahlen, weil ihre Biochemie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Unschuldige Bürger und Gebäude dürfen nicht beschädigt werden. Und du hast für das Ganze 7 Minuten und 30 Sekunden Zeit. Handel. Gehirnwäsche. Oh, hier sind die Sachen aber günstiger. Ach ja. Achso. Oh, ich bin gerade noch irgendwie in einem anderen Spiel, deswegen. So, danke schön. Ist das der? Jawohl. Alliiertenreparatur, was ist das? Mini-Autoblaster. Ein Scanner. Ja, ganz gut. Hallo? Ihr leuchtet nicht. Hallo? Seht ihr irgendwas leuchten? Es ist ein schöner Planet. Habe ich den rot eingefärbt? Ihr leuchtet nicht. Das ist ja eigenartig. Ich hätte jetzt gedacht, die wären in der Nähe von der Stadt, aber irgendwie sind sie, ist da auch nichts. Und wir sind auf Planeten Bären. Eliminiere die Infizierten auf dem Planeten Bären. Die dancen, wie cool sind die denn, ne? Die haben gedanzt. Hä, aber die leuchten doch sonst immer so grünschmierig und wir kriegen die doch auch im Scanner drauf. Aber die leuchten ja gar nicht. Oder sind sie wirklich in der Stadt? Jo. Oh oh. Wir haben mir definitiv Freunde gemacht. Aber hat funktioniert. Sie waren tatsächlich in der Stadt.
Und das ist, Ich glaube, wir müssen uns gleich mal mit den Leuten dann nochmal unterhalten. So, hä? War doch nicht so gemeint. Und was guckst du mich so schief von der Seite an? Ist doch alles okay. Ich hab doch gar keine Lust auf Kriegführerei. Ups, so tief. Der gefeierte Maskerade die vierte. Du hast die Situation auf dem Planeten Bern geklärt. Bitte nimm 60.000 Spore-Dollars an und vergiss den unsägigen Vorfall so schnell wie möglich. Hoch, runter, runter, hoch. Okay. Oh, ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten, entschuldigt. Etwas Seltenes verkaufen müssten wir natürlich auch noch. Ich weiß nur nicht, wo ich was Seltenes finden sollte und dementsprechend. Wer sind die eigentlich? Keine Ahnung. Wir sollten das vielleicht nochmal mit den hier klären, warum ich die angegriffen habe. Ich glaube, das finde ich nämlich irgendwie uncool. Hallo! Mission? Du willst die Knochenarbeit machen, wenn wir im Schatten sitzen und Getränke haben? Reden wir darüber. Wir haben eine Spritztour gemacht und einige Tiere auf dem Planeten Xlidwer mit Leuchtfarben beschossen. Wie hätten wir ahnen können, dass sie das so wild macht? Hilfst du uns, diese wütenden Bestien im ästhetisch wertvollen Aschehäufchen zu verwandeln? Wie komme ich dahin? Verwandeln. Auf geht's! 5 Hühnertiere wurden zur Beseitigung ausgewählt und nur leichteren Identifizierungen mit einer Substanz markiert. Sie leuchten jetzt. Weidmanns Hall. So zu leuchten wäre sicher lustig. Wir sollten das für den nächsten flotonischen Kopix-Tag im Hinterkopf behalten. Magst du eigentlich flotonische Plopli? Mir fehlt da das Salz. Also meistens. Moment, du bist immer noch hier. Weißt du nicht, wohin du gehen sollst? Der Stern heißt Eubt und der Planet heißt Xlidwer. Als Vergütung werden wir die 50.000 Spodos bezahlt. Damit könnte ich mich anfangen. Reise zum Planeten, bla 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 und Geschichte. Ja, wir haben 7 Minuten Zeit. Aufladen, tschüss. Es wäre ein bisschen... Ein seltsames Objekt nähert sich dem Planeten. Wo, was, wo? Keine Ahnung, nein, kann ich nicht. Machen wir gleich. Was ist das? Ist das der Planet, wo wir hin müssen? Warte, jetzt bin ich... Boah, Alter. Auf dem Planeten Sildese. Pause. Welcher Planet ist das jetzt? Der da. Ah, jetzt haben wir wieder einen Scanner hier. Ich gebe mir gerade die allermeiste Mühe, wirklich nur die... Das ne? Genau. Das leuchtende Vieh zu töten. Sagen wir es mal so. Oh, da habe ich 2 umgebracht. Scheiße. Ups, du hast 5 Ausrottungsmissionen gemeistert. Ein seltsames Schiff. Jetzt kann ich ja. Jetzt habe ich ja keinen Zeitdruck, ne? Da läuft ja irgendwo eine Zeit ab. Naja, so kann ich gleich. Kümmern wir uns jetzt erstmal um das hier. Ein seltsames Schiff von den Displanten. Ob das die Grogs sind. Ach. Scheiße, wo ist das denn jetzt? Grüne Mission. Planeten. Boah, wo ist denn dieser Planet? Oh. Wo ist das denn? Irgendwie. Hm.
Diese ganze Handel. Ist das nur Handelgedönse? Mein Reich. Ach so. Da. Okay. Was haben wir? Captain, ich störe ungern, aber wir haben da etwas sehr Seltsames auf dem Radarschirm und brauchen deine Hilfe. Das unbekannte Objekt hat Kurs auf die Zivilisation auf dem Planeten Delistier und ignoriert sämtliche Kommunikationsversuche. Außerdem haben sie eine Störsignaltechnologie, die wir, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir kriegen auch keine Daten darüber rein. Captain, wir fürchten, es könnte eine Sonde der Grog sein. Bitte komm schnell und fang sie ab. Okay. Okay. Schnell. Schnell! Wenn schnell geht, macht nichts. Mann. Ich glaube, wir sind a little bit too late. Hä? Da war die doch gerade. Oh. Da. Was ist das? Süße Hügel. Okay. Hä, hey, irgendwie mich verwirrt. Du. Jetzt gar kein Signal mehr hier. Ich glaube, wir sind zu spät. Alter, was habt ihr gerade alle? Die Analysen ergeben, dass unsere Handelsroute ihren Zenit erreicht hat. Wir möchten unsere Kapazitäten. Willst du uns vielleicht. Echo. So, wo war dann diese Mission? Ach, das blinkt penetrant auf, wenn man. Oder geht das dann aus, wenn man hier. Ach, keine Ahnung. Ich bin gerade zu ungeduldig dafür. Können wir das hier bitte wegmachen? Weil das sieht so aus, als würde ich mich mit denen angreifen wollen. Das will ich ja gar nicht. Hallo. Wunderbar. Die Oberfläche des Planeten Sildese sieht mit allen deinen kleinen Karten viel interessanter aus. Nimm diese Karte an. Diplomatie. Wir lieben deine Extraschleudung Handelswaren. Das Geschäft gilt. Der ist teuer. Schön. Du hast 5 Handelsrouten eingerichtet. Warum eigentlich nur so wenige? Wir hätten doch schon zig Millionen haben können, oder? Wir verstehen uns doch voll mit vielen richtig gut. Oder nicht? Hier zum Beispiel mit denen könnten wir noch nach. Mit denen könnten wir noch eine Handelsroute machen. Ja. Wie ist denn dieser Planet? Das ist ein T1-Planet tatsächlich. Da oben sind die. War ich nicht hier zu faul, irgendwie was aufzubauen? Es war bestimmt so. Ich benenne die Sachen auch schon gar nicht mehr. Also es wird jetzt wirklich nur schnell. Vor allem, ich verstehe es auch gar nicht, weil ich hatte ja schon ein Häuschen gemacht. Warum werden die nicht. Ich muss doch nicht. Ich möchte doch nicht. Ich muss doch auch nicht für jede neue Kolonie. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Aber ich muss doch nicht immer für. Jede verflixte Kolonie ein neues Häuschen bauen. Das finde ich ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Aber bitte!
kriegen einen Wunschbrunnen. So, und einen kleinen Zaun. Einen unsinnigen. Ich sage, und einen Anstrich. Fertig. Ich hab. Nein, es ist. Tut mir leid. Ja, kein Bock. Haus. Das ist wirklich so. War einfach. Ich habe schon eine Kolonie gehabt. Da habe ich schon Häuser gepflanzt. Da habe ich schon Häuser gepflanzt. Und warum muss ich jetzt hier nochmal Häuser pflanzen? Und nochmal Spielhäuser und Spaßhäuser und ich weiß nicht, Unterhaltungsgebäude. Häuser bauen und. Das nervt mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das einfach. Wenn man doch schon Häuser baut, reicht es nicht, wenn das einreicht. Deswegen, ich mache es auch gerade tatsächlich total lieblos. Ich meine, und ganz ehrlich, die Sachen, die wiederholen sich ja auch die ganze Zeit einfach nur. Machen wir das bitte so hin. Jo. Blümchenhaus ist das. Wenn man nur schreiben könnte, wäre super. Blümchenhaus. So, keine Ahnung, was ist das hier eigentlich? Details. Ohne Worte einfach. Oh. Oh ja, das ist okay. Es ist okay. Eine Fabrik brauchen wir natürlich auch noch. Und es, aber es ist ja nicht mehr so, dass von Kolonie um Kolonie sich hier diese Sachen ändern. Ich glaube sogar, sowas habe ich schon mal gebaut, was ich jetzt schon wieder baue. Es ist einfach... Die Frage ist einfach, warum? Wenn man nicht... Es war doch auch bei den anderen Städten, also bei der Phase davor, Zivilisationsphase oder was das war, Turm. Bei der Zivilisationsphase hatten wir es unschuldig. Wir haben natürlich hier noch wir müssen ja noch hier die Räder und so einen Quatsch dran machen. Aber man hatte doch auch hier bei der Zivilisationsphase wurde das doch auch alles übernommen. Warum wird das denn nicht hier einfach übernommen? Das macht doch viel mehr Sinn. Wir nehmen auch jetzt einen hässlichen Anstrich, ist ja eh eine Fabrik. Und jetzt muss ich halt die ganze Zeit... Aber die Geschütztürme, die darf ich nicht bauen, weißt du? Aber schön, dass sie mal überhaupt... Ist das... Habe ich gerade hier ein Unterhaltungshaus oder ein Haus hingebaut? Terrascore ist jetzt so niedrig. Okay, ich weiß auch gar nicht, wo der Terrascore T1. Aber haben wir jetzt hier Grund. Handel? Was ist das? Mini-Glücksstrahl, achso. Achso, falsche Taste mal wieder. Aber mal ganz ehrlich. Ja, aber wo sehe ich denn das ein, was ich schon gescannt hatte? Suchen. Ja, die Folge ist jetzt auch vorbei. Es ist gerade ein bisschen verwirrend an sich alles. Dennoch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.